Bünzligwürz Sondersendung. Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Video. Die meisten haben es vielleicht erraten, über Bünzligwürz. Ich möchte wieder einmal 3-4 Sachen dazu sagen. Ich habe wieder ein schönes Päckchen bekommen. Ich habe das letzte Woche schon bekommen. Mache ein Video. Oder lade das Video aber erst jetzt auf. Mal schauen, was drin ist. Haben wir Schocchi Habaneros Eisaltflakes. Gocchi Fröschli. Getröchelte Carolina Reaper. 2 Millionen Scoville. Für alle, die es gerne scharf haben. Ein Fläschchen Kaktussösli. Eine grosse Packung Dodo-Gewürz. Da sage ich dann nachher noch mehr dazu. Knoblauchsalz. Böri. Und ein Säckchen SOS-Gewürzsack von Bünzligwürz. Da müssen wir natürlich schauen, was wir in diesem Säckchen haben. Ich habe vorher kurz reingeschaut, etwas habe ich rausgenommen, was er mir geschrieben hat, das verkauft er eigentlich nicht, das hätte er mir zum Probieren gegeben. Noch eine Spöri, dass ich definitiv genug habe. Knoblauchsalz brauche ich auch sehr viel. Und Kräutersalzflakes, die mir ausgegangen sind. Danke vielmals, Stefano. Bevor ich jetzt noch mehr über Bünzligwürz erzähle, sage ich es gerne noch einmal, ich sage es immer wieder. Ich verdiene nichts an dem. Ich mache die Werbung für ein Bünzli aus freien Stück. Und das zwar, weil ich es einfach persönlich gut finde. Also dir gehört hier einfach meine persönliche Meinung. Er ist dafür so grosszügig und unterstützt mich immer wieder mit Gewürz. Was auch nicht selbstverständlich ist. Was auch viel über den Mensch Stefano aussagt. Wenn ich ihn frage, du, wie sieht es aus, es geht mir etwas aus. Dann habe ich innerhalb von 2 Tagen habe ich das Gewürz wieder. Das sagt viel über den Stefano aus. Danke vielmals. Jetzt wieso Bünzligwürz? Da gibt es ganz viele verschiedene Punkte für mich persönlich. Einer davon ist sicher, kein Glutamat, kein Zusatzstoff drin. Finde ich einen sehr wichtigen, ansprechenden Punkt. Der zweite ist, Gewürzmischungen haben in der Regel um die 30% Salz drin. Wenn ihr andere Gewürze anschaut, da wird mit Salz, nachher wieder mit Zucker aufgefüllt. Dass sich's wieder ein bisschen aufhebt und ein bisschen Gewürz drin, kann man es natürlich relativ günstig verkaufen schlussendlich. Der hat etwas Ungesundes, ohne Geschmack am Schluss. Finde ich nachher wiederum schade. Darum gönne ich mir lieber so etwas. Und wenn man die Grösse anschaut von dem, was man einkauft, ist man schlussendlich nicht teurer, als wenn man ein kleines Dösli kauft, wenn man es anrechnet. Dafür habe ich Qualität und eine saubere Sache. Natürlich, ist bei den Spezialsalz mehr Salz drin. Ein Knoblauchsalz hat natürlich mehr als 30% Salz drin, das ist ja klar. Oder ein Eisaltflakes natürlich. Das wollte ich jetzt eben auch mal zeigen. Bünzligwürz hat nicht nur die klassischen Gewürze, die ich immer verwende. Viele können die, schauen vielleicht im Shop nicht weiter. Darum hat Stefan auch gefragt, du könntest mir eigentlich nicht einmal hier eben so einen Schocchi Habaneros Eisaltflakes zum Zeigen schicken. Ich werde natürlich auch etwas damit machen, dass ihr auch wisst, für was man es brauchen kann. Er hat getrocknete Carolina Reaper, wie gesagt, mit 2 Millionen Scoville. Die gerne scharf haben, ein Muss. Er hat auch Öl, Endstation Chili Öl. Hammer gut, im ersten Moment hat man das Gefühl, es ist nicht scharf, das kommt schön hinten vor, vorsichtig geniessen. Dann hat er Röstzibali. Die meisten können das schon. Ich liebe sie. Krüsimüsi scharf für Peter. Er hat auch noch Sorigi mit Curry und Sorigi mit Paprika. Dann haben wir natürlich noch die verschiedenen Sössen. Ich habe jetzt nur 2 da, weil wir sehr viel selber machen natürlich. Für die, die Sössen nicht gerne selber machen, probiert es. Ich bin riesen Fan vom Alpenfeuer. Kaktus finde ich auch genial.
eignet sich übrigens hervorragend zu Chicken Nuggets dazu. Für die, die gerne haben. Oder Kinder haben, die gerne Chicken Nuggets haben. Und beides auch, das hat mir Stefano selber auch schon gesagt, zum Einreiben von den Spare Ribs auch sehr fein. Und dann hat er natürlich Gewürz über die ganze Palette rein, oder? Wir haben scharfe Gewürze, den Mohnenpups, der erst neu auf den Markt gekommen ist, den ich absolut genial finde. Für alle, die gerne scharf haben, ich sage es gerne noch einmal, hier ist Carolina Reaper, Chipotle Chili, Habanero, Rosmarin und Zwiebeln drin. Also kein Salz, gar nichts. Das ist einfach wirklich pur scharf. Vorsichtig damit umgehen, da braucht es nicht so viel. Aber geniessen. Dann natürlich mein Favorit. Oder einer von meinen Favoriten, sage ich natürlich auch gerne noch schnell, Brunos Rosettenfeuer. Super für alles, was mit Käse zu tun hat, aber auch genial für Sösseli oder sonst Fleisch zu würzen. Auch ganz cool sind natürlich so spezielle Gewürze, wie das Knoblauchsalz, Knoblauch-Kaffeesalz oder das Kaffeebündli, das jeweils mit Kaffee gemacht ist. Jetzt habe ich noch etwas ganz vergessen. Und das war das Arschkaltgewürz, das ist eigentlich das Wintergewürz. Hat die Steffi, die gute Seele hinter dem Bünzli, Künstlerin, dürfen entwickeln. Meine Frau hat gesagt, wir haben lange gerätselt und meine Frau ist ein bisschen auf die Schliche gekommen. Schmeckt ein bisschen wie Bärentatze. Ich finde es noch genial. Das kann man, habe ich gesehen im Shop, jetzt das ganze Jahr haben. Finde ich auch eine coole Sache. Jetzt möchte ich noch schnell zeigen, was bei mir aus der Küche nicht mehr wegzudenken ist. Das Sortiment ist relativ gross, was bei mir nicht mehr wegzudenken ist. Angefangen natürlich mit der Röstzwiebeln, Grüsimüsi, scharfer Peter. Absoluter Hammer. Brunos Rosettenfeuer, wie gesagt. Alles, was mit Käse zu tun hat. Aber eben auch für ein Sösseli oder Fleisch. Super Raclette-Gewürz übrigens. Das Alpenfeuer, schön würzig, scharf. Das ist eben die Kunst, die er herbringt. Er bringt nicht nur scharf her, er bringt eben auch Geschmack rein. Und das eben bei so wenig Salz. Schnickfitzel. Glutamatfrei, zusatzstofffrei, Aromatersatz vom Bünzli. Dann für mich, habe ich vorher schon gesagt, sage ich noch mehr dazu, das Dodo-Gewürz. Das Dodo-Gewürz hat sich für mich nicht nur für ein Klügel-Gewürz entwickelt, sondern ich finde es absolut genial an allen Arten von Erdöpfeln. Ich schieße es an die Rösti mittlerweile, Potatoes, an Pommes frites, überall dran. Ich finde es absolut ein geniales Gewürz. Das Knoblauchsalz. Habe ich in meinem Leben schon so viel Knoblauchsalz gehabt. Ich habe noch nie so ein gutes gehabt. Das ist absolut der Hammer. Knoblauch-Chili-Rauchsalz, für alle, die nicht über dem Feuer oder über der Kohle grillieren können, empfehle ich das. Bringt man ein bisschen Rauch rein. Dann haben wir das Redneck, auch genial, zum Grillieren natürlich. Geräucherte Paprika, absoluter Hammer. Gönnt nichts. Und für mich Schiesspulver. Wenn ich jetzt das absolute Lieblingsgewürz aussuchen müsste, hätte ich nicht gesagt, es ist Schiesspulver. Aber das ist das, was ich eigentlich am meisten brauche. Weil ich brauche das eigentlich als Salz- und Pfefferersatz. Ich werde auch immer wieder gefragt, ich möchte es mal ausprobieren, was soll ich bestellen. Für mich ganz klar, man muss natürlich scharf gerne haben. Upp, das ist der Falsch. Das Rosettenfeuer. Und dann... in der milderen Variante natürlich das Dodo-Gewürz, Knoblauchsalz, Schiesspulver und Schnickfitzel. Das kann ich absolut empfehlen zum Starten. Und sonst gibt es auch noch Starter-Sets in so kleinen Beuteln. Da habt ihr mehrere drin. Könnt ihr nachschauen, www.bünzligewürz.ch. Mit dem Code Schweizerkoch habt ihr noch 12% Rabatt ab 15 Franken Bestellung. Ich wünsche euch allen einen schönen Montag.